Guten Tag oder Abend, welche Uhrzeit es auch ist. Dies ist ein Schulprojekt, in welchem wir eine verstorbene Person vorstellen und sie als Held oder Tyrann identifizieren sollen. Mehr oder weniger selber eine eigene Meinung dazu bilden sollen. Die Identifizierung basiert nicht nur auf Fakten, sondern auch auf Spekulationen, um die Begründung festlegen zu können. Stefan Karl Stephenson ist am 10. Juli 1975 in Hafnarfjarðar Island geboren. Wenn ich falsch ausspreche, korrigiert mich. Und am 21. August 2018 in Los Angeles, Kalifornien, in den Vereinigten Staaten gestorben. Sein Interesse galt schon immer dem Theater. Entsprechend inszenierte er mit 13 sein erstes Laienspiel. Nicht lange danach beschäftigte sich Stefan mit dem Puppenspiel. Schaffte es sogar für das Fernsehen als Puppenspieler zu arbeiten. 1999 schaffte Stefan sein Studium an einer Schauspielerschule, welche das Interesse an der Clownerie weckte. Eventuell eines Tages würde er sich in der Rolle des Fredrik Faulig, im Englischen Robbie Rotten, wiederfinden, welcher in der Kinderserie Lazy Town den faulenzenden Miesepeter spielen würde. Eine Rolle, die auf sein Interesse an der Clownerie wie zugeschnitten schien. Nur Clowns sind eher fröhlich, Freddy Faulig hingegen ist viel mehr. Who says computers make life easier? Ja. Wenige Jahre nach dem Beginn des 20. Jahrhunderts fing Stefan an Gallenkrebs zu leiden. Doch diesen besiegte er in kürzester Zeit, nur damit er nach einem Jahr wieder erscheinen würde. Zu jener Zeit fand der ehemalige Schauspieler sich in einer glücklichen Position wieder, dass der Meme "We are number one, but" im Internet populär wurde. Wenige User bekamen von seinem wiederkehrenden Krebs mit und nutzten den Hype um den Meme, damit ihm geholfen werden konnte, mit massiven Spenden, die ihm und seiner Familie aushelfen sollten. Tatsächlich besiegte er den Krebs ein zweites Mal und befand sich auf dem Weg der Genesung. Als Dank nahm er an Interviews teil und sang sogar das Lied, aus welchem der Meme geboren wurde. Auch das Glück lebte nicht lang. Ein drittes Mal schlug der Krebs zurück. Ab dem Punkt wollte Stefan jedoch nicht mehr kämpfen. Der Krebs kam wieder und wieder und würde nicht aufhören, wieder aufzutauchen. Stefan fing an, seine Accounts auf den sozialen Plattformen zu löschen und sich mit einem letzten Lied an die Community zu verabschieden. Nun konnte er die letzte gemeinsame Zeit mit seiner Familie verbringen. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die behaupten, er würde seine Situation für die Aufmerksamkeit nutzen wollen. Da könnte man so weit gehen und meinen, er hätte den Krebs bloß vorgetäuscht. Oder man könnte auch meinen, es wäre selbstsüchtig, sich von den Medien zu entfernen, obwohl man sich schon verabschiedet hat. Doch letzten Endes wusste er nie von dem Meme, von der Spendenaktion oder allen anderen. In allem war er unbeteiligt, bis er sich entschloss, seinen Dank an die Welt zu richten. Auch ein Motiv zum Vortäuschen seines Karzinoms hätte es nicht gegeben. Er war ein glücklicher Familienvater. Mit aller Kraft versuchte er schließlich jedem das zu geben, was man ihm gegeben hat: Glück und Freude. Ein einfacher, gutherziger Mann. Sehe ich ihn also als Held? Nicht unbedingt. Doch verbinde ich einige Erinnerungen mit meinem Lieblingsbösewicht aus der Kindheit und mag ihn als andere Art von Held taufen. Einen Helden, den ich schwer betiteln kann. Wie der Meme es schon sagte, er ist die Nummer 1. Mit Sicherheit kann ich aber sagen, dass ich mir für ihn ein anderes Ende gewünscht hätte. Vor kurzer Zeit erwähnte ich ein Lied, welches er an die Community richtete. Das letzte Lied. Lasst es wirken. Und das war mein Referat. Ich wünsche einen schönen Tag noch.